Weltrundgang erfolgreich absolviert. Für alle, die nicht dabei sein konnten, möchte ich jetzt hier nochmal den Stand der Kulturen zusammenfassen. Beginnend hier möchte ich jetzt mit der Gerste. Das ist ja ein Fungizidversuch, sodass wir zwischen den einzelnen Versuchsparzellen noch nichts sehen. Was ich ja beim letzten Mal schon gesagt habe, war wichtig, jetzt im Frühjahr die Bestände zu kontrollieren, ob noch im Herbizidbereich Nachbehandlungen notwendig sind. An dieser Stelle hier sind Nachbehandlungen im Gräserbereich nicht notwendig geworden, aber wie man jetzt hier an verschiedenen Stellen nochmal sieht, sind hier noch zweikeimblättrige Unkräuter vorhanden. Das handelt sich jetzt hier an der Stelle eben um entsprechenden Kerbel. Das kann man jetzt zu dem Zeitpunkt dann auch schon mal in Angriff nehmen, den entsprechend zu bekämpfen. Wichtig ist jetzt zum Zeitpunkt, dass wir wirklich genau feststellen, in welchem EC-Stadium sind unsere Getreidebestände. Das EC-Stadium ist insofern wichtig, weil darauf die nächsten Maßnahmen, die wir durchführen müssen, abstimmen. Zum Feststellen des EC-Stadiums muss man sich eben immer eine entsprechende Pflanze nehmen und die mal aufschneiden, um einfach zu gucken, inwiefern der erste Knoten schon abgehoben hat. Das wichtige Stadium ist das Stadium EC31. Das haben wir erreicht, wenn der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Knoten 1 cm beträgt und dann eben die Ähre auch jeweils 1 cm ist. Dieses EC31-Stadium ist wichtig eben für unsere erste Kürzungsmaßnahme. Wir können ja im Prinzip beim Kotspritzen immer nur das Kotspritzen oder Halmstabilisationsmaßnahmen machen von dem, was noch nicht gewachsen ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich zu einem frühen Zeitpunkt passen und aus meiner Sicht ist da EC31 ideal. Aus unserem Hause empfehle ich Ihnen natürlich den Einsatz von Modus ME. Was insbesondere auch bei diesen großen Tag-Nacht-Schwankungen, wir haben ja diese Nacht wieder -3 Grad gehabt, jetzt doch schöner Sonnenschein, das ist natürlich purer Stress für so eine Pflanze und insofern ist es besonders wichtig, dass wir hier wirklich ein sehr verträgliches Trinexa-Pack nehmen und da ist Modus mit der ME-Formulierung wirklich das verträglichste im Markt. Okay. Für die jetzt in der nördlichen Uckermark hier im Altkreis Prenzlau durchaus in der Praxis anzutreffenden Gersten empfehle ich Ihnen hier eine Aufwandmenge von 0,6 Liter Modus ME pro Hektar. Wenn jetzt sehr lageranfällige Sorten im Anbau sind, beziehungsweise auf Standorten, wo wir wirklich richtig mastige Bestände haben und wir mit einer sehr hohen Nachlieferung an Stickstoff aus dem Boden rechnen, kann sicherlich hier situativ eine Zumischung von CCC, also aus einem Produkt, was in der Gerste zugelassen ist, erfolgen. Hier würde ich dann irgendwo ebenfalls mit 0,6 rangehen. Wenn wir uns jetzt unsere Bestände eben angucken, um auch das EC-Stadium festzustellen, sollte man bei dieser Gelegenheit auch gleich wirklich die Pflanzen kontrollieren, inwiefern schon Krankheiten vorhanden sind. Da ist sicherlich das immer die eine oder andere Netzflecken bzw. Ründio zu finden. Wenn wir eben jetzt hier die nächsten Maßnahmen planen, kann ich Ihnen nur empfehlen, die entsprechend verfügbaren Prognosemodelle wie zum Beispiel ISIP zu nutzen. Ich habe das jetzt hier für die Region auch mal gemacht und habe mir jetzt hier wirklich mal angeguckt. Und das Prognosemodell zeigt richtig gut eben an, wann aufgrund der Witterung entsprechende Infektionsereignisse vorgekommen sein können. Anhand des Prognosemodells ist hier ziemlich deutlich gewesen, das sieht man hier eben an den vielen roten Balken, dass hier am Standort es eine relativ hohe Bedrohungslage durch Netzflecken gibt. Insofern bin ich dann jetzt eben in der Lage, wirklich gezielt hier in diesem Bestand nach den Netzflecken zu suchen. Das hat sicherlich auch immer ein bisschen was mit der Sortenanfälligkeit zu tun, aber insbesondere an den alten Blättern findet man doch hier ziemlich verstärkt auch entsprechend Netzflecken. Entsprechend dem Krankheitsgeschehen in den Beständen haben wir natürlich die Möglichkeit, jetzt gerade nach den kommenden Osterfeiertagen, wenn unsere Bestände dann eben das Stadium 31, 32 erreicht haben, hier auch gleichzeitig bei Notwendigkeit die T1-Maßnahme zu setzen. So, von Syngenta kann ich Ihnen da den Einsatz von Kajak
in der Kombination mit einem Tipokonazol-haltigen Produkt empfehlen. Aus meiner Erfahrung ist in den letzten Jahren bei einer durchschnittlich gesunden Sorte beim moderaten Krankheitsbefall der Einsatz von 0,8 Liter Kajak plus 0,8 bis 1 Liter eines 250 Gramm haltigen Tipokonazol-Produktes ausreichend gewesen. Was an diesem Standort jetzt hier nicht passiert ist, aber in der Region an vielen Stellen man ja jetzt leider beobachten muss, ist, dass wir im Herbst doch massiven Zuflug von Virusvektoren gehabt haben und dass wir jetzt mit deutlichem Auftreten von Gelbverzweigungsvirus in der Gerste zu kämpfen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir beim Auftreten von Gelbverzweigungsvirus nicht mehr allzu viel machen. Wenn der Befall oder das Auftreten nicht allzu darf ist, kann ich sicherlich so einen Bestand ein bisschen peppeln, insofern mit Mikronährstoffen oder auch Makronährstoffen Düngungsmaßnahmen. Viel wichtiger wäre aber für die Zukunft, wenn ich dann nicht in der Lage bin, eine resistente Sorte anzubauen, wirklich genau Virusvektoren zu kontrollieren und die dann, wenn sie zu häufig auftreten, auch zu bekämpfen. Hier ist sicherlich mit dem Produkt Karate C aus unserem Hause eben auch eine sehr gute Wahl getroffen. Ich bin jetzt hier im Weizen und genau wie vorher in der Gerste will ich jetzt hier als erstes erstmal gucken, wie weit der Bestand eben wirklich sich entwickelt hat. Dazu nehme ich wieder eben eine entsprechende Pflanze, schneide die auf und gucke nach, ob der erste Knoten eben schon abgehoben hat. Sicherlich ist die Aussaat aus dem letzten Herbst sehr unterschiedlich passiert. Wir haben schon sehr weite Bestände, aber eben aufgrund der Witterung auch sehr Bestände, die sehr weit zurück sind. Wir haben inzwischen Tageslängen von mehr als 12 Stunden, sodass die Bestände durchaus anfangen, eben sich auch aufzurichten, loszuwachsen. Insofern bei frühen Sorten habe ich an einigen Stellen wirklich die EC30 erreicht. Hier an dem Weizen eben noch nicht. Der ist jetzt, sagen wir mal, im Übergang von der 29 zu 30, aber der hat Dünger jetzt weg, die Wärme passt. Ich denke, jetzt nach Ostern wird der auch relativ zügig in die 31 übergehen. Wenn ich dann im Prinzip gleich die Pflanze in der Hand habe, kann ich sicherlich auch gleich die Krankheitskontrolle machen. Da gucke ich natürlich jetzt hier gerade nach diesem Winter schon mal nach Verbräunungen an der Halmbasis, ob hier eben das entsprechende Risiko von Halmbruch besteht, komme ich gleich nochmal dazu. Und ansonsten gucke ich eben auch, inwiefern jetzt hier Gelbrost bzw. auch Septoria eben sich bereits etabliert hat im Bestand. Wir haben ja jetzt im Prinzip Ende der Woche die Osterfeiertage. Da hoffe ich, dass wir alle ein bisschen zur Ruhe kommen werden. Aber eben wie gesagt, dieser Bestand wird sicher eben in der Osterwoche, in der Woche nach Ostern, dann die 31 erreicht haben. Dann steht eben auch die erste Halmkürzungsmaßnahme eben an. Hier empfehle ich Ihnen eben auch den Einsatz von 06 CCC plus 04 Modus. Und eben gerade auch aufgrund der sehr großen Tag-Nacht-Schwankungen, dem damit verbundenen Stress für die Pflanze, würde ich Ihnen eindeutig empfehlen, hier auch auf die verträglichste Formulierung mit dem Modus ME zurückzugreifen. Hinsichtlich des Krankheitsgeschehens haben wir ja schon mal eben bei der Kontrolle geguckt. Da sind jetzt eben leichte Verbräunungen gewesen. Insgesamt kann ich Ihnen nur empfehlen, wirklich ISIP als Prognosemodell eben zu nutzen. Hier können Sie eben Ihren Aussaatzeitpunkt, die Sorte und auch die Vorfrucht wählen. Und dann sehen Sie im Prinzip genau schlachtbezogen auf Ihrem Stand, wie groß das Halmbruchrisiko ist. Ich habe das hier für den Standort mal am Beispiel mit einem Aussaatzeitpunkt eben Mitte Oktober gemacht. Wir sehen das jetzt hier, da ist dann der Auflauf passiert und wir sehen eben hier, dass eben entsprechend der EC-Stadien ab Anfang Dezember 2023 fast komplett eben mit Ausnahme der 14 Tage, wo Anfang Januar eben die Fröste hatten, fast ununterbrochen wirklich ideale Infektionsbedingungen für den Halmbruch gewesen sind. Wenn Sie eben jetzt hier wirklich Ihre Bestände gegen Halmbruch absichern wollen, kann ich Ihnen nur den Einsatz des Wirkstoffes Hyprodinil empfehlen. Der ist bei uns in dem Produkt Unix drin. Das Unix bekommen Sie im Pack mit Proticonazol zusammen als Unix Pro Pack. Für eine durchschnittlich anfällige Sorte hat sich eigentlich in den letzten Jahren eine Mischung von 0,5 Kilogramm Unix plus 0,5 Liter Proticonazol
eben als ausreichend herausgestellt. Durch die Zugabe von Protoconazol haben wir auch eine sichere Bekämpfung der vorhandenen Septoria und auch von Gelb- und Braunrost. Braunrost sicherlich aufgrund der kühlen Temperaturen im Moment noch kein Thema, aber Gelbrost ist je nach Sortenanfälligkeit in den einzelnen Beständen auch immer wieder zu finden. Auch um im Prinzip eine Vorkartierung zu machen, kann ich ihm auch hier nur ISEP empfehlen für den Winterweizen. Wenn wir hier eben aufgrund der Witterung für die einzelnen Schläge, können wir genau sehen, wann, wo, wie eben die entsprechenden Infektionsbedingungen gewesen sind. Und hier sehen wir eben auch, dass wir durchaus beim Gelbrost die entsprechende Gefährdung haben, sodass wir hier wirklich ganz genau eben nachgucken müssen, während Septoria jetzt aufgrund der Witterungsentwicklung über den Winter eher von nachgeordneter Bedeutung ist. So, weiter geht's im Raps. Sind ja jetzt hier bei der Fruchtart, die das schwarze Gold der Uckermark darstellt. Und da müssen wir schon mal auch ein bisschen hingucken, aus verschiedenen Gründen. Als erstes ist es wirklich wichtig, dass wir die Bestände sauber kontrollieren hinsichtlich des Schädlingsaufkommens. Dazu ist natürlich, wie auch hier schön zu sehen, eben eine entsprechende Gelbschale notwendig, um die Schärterreger wirklich zu bonitieren, wobei das hauptsächlich für die Rapsglanzkäfer funktioniert. Alles, was Stängelrüssler sind, empfehle ich Ihnen ganz deutlich, eben wirklich die einzelnen Pflanzen zu bonitieren und zu gucken, wie viele Käfer dort sind. Wie wir jetzt hier an diesem Bestand schön sehen, hat der Raps eben das EC-Stadium 51-52 eben erreicht. Die Knospen liegen frei, sodass wir jetzt eben neben den Rüsslern, sowohl der Großrapsstängelrüssler als auch der gefleckte Kohltriebrüssler, fliegen ja beide weiterhin noch in die Bestände ein, müssen wir jetzt zusätzlich auch noch auf die Rapsglanzkäfer achten. Jetzt. Die Rapsglanzkäfer können wir sicherlich auch in den Pflanzen gucken, die sehen wir aber auch sehr schön in der Gelbschale, weil der Rapsglanzkäfer natürlich eine Affinität zu der Gelbschale hat. Persönlich würde ich Ihnen weiterhin eben empfehlen, wirklich die Einzelpflanzen in der Linie zu kontrollieren, um jetzt hier genau zu beobachten, ob die Schadschwellen eben erreicht sind. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, mit welchem Schädling wir es zu tun haben. Solange wir über die Kohltriebrüssler reden, sind ganz klar Pyrethroide der Klasse 2. Da ist aus unserem Hause das Beste das Karate Zeon, weil wir hier eben eine sehr gute Formulierung haben, zu empfehlen. Sobald der Rapsglanzkäfer dazukommt, ist aufgrund der Resistenz des Rapsglanzkäfers gegen die Pyrethroide der Klasse 2 Pyrethroide der Klasse 1 zu empfehlen. Und da steht eben aus unserem Hause das Produkt Evure zur Verfügung. Alle drei Schädlinge sind eben im Prinzip als Insekten doch sehr eben auf Wärme angewiesen, sodass man sicherlich für die Terminierung des Spritzzeitpunktes eben eher die Mittags- bzw. die frühen Nachmittagsstunden eben wählen sollte. Sicherlich auch ein Tag, wo das nicht so windig ist wie jetzt, aber der Käfer sollte schon möglichst aktiv sein, er sollte in Bewegung sein und wir sollten eben probieren, wirklich viel eben von unserer Spritzbrühe mit dem Käfer direkt in Kontakt zu bringen. In der Praxis wird sehr viel im Prinzip über Wachstumsregulation im Raps gestritten. Ich sehe das immer ein bisschen kontrovers und man muss das aus meiner Sicht immer abhängig machen von dem Zustand eben der Bestände. Wenn ich wirklich richtig gute Bestände habe, bin ich der Meinung, können wir da manchmal drauf verzichten. Wenn ich dann, sagen wir mal, sehr ausgedünnte und sehr ungleichmäßige Bestände habe, sollte man da dann immer mal drüber nachdenken. An diesem Bestand, wenn wir jetzt eben hier das EC-Stadium 51-52 erreicht haben, ist es aus meiner Sicht zu spät. Nichtsdestotrotz ist es eben wirklich wichtig, auch hier zu gucken, ob ich nicht trotzdem mit einem Fungizideinsatz positive Effekte erzielen kann. Wir haben hier am Standort sehr positive Erfahrungen mit dem Einsatz unseres Produktes Amistar Gold gemacht. Und zwar aus zwei verschiedenen Richtungen. Einmal halte ich eben diesen Strobi-Effekt über diesen Greening-Effekt eben für sehr vorteilhaft für die Ertragsentwicklung, sodass wir eigentlich in jedem Jahr immer mit dem Einsatz von Amistar Gold mehr Ertrag in der Höhe des Kostenblocks, was ein Amistar Gold kostet, erreichen konnte.
Parallel dazu wird ja sehr viel eben darüber diskutiert, über, ob wir eben tatsächlich das jetzt wieder verstärkt auftreten von Cylindosporium über den Einsatz von Strobilurinen, was wir im Amistar Gold mit drin haben, wirklich zurückdrängen oder zumindest die Auswirkungen von Cylindosporium eben minimieren können. Hier am Standort setzen wir in unserem Versuchen im Raps seit mehreren Jahren regelmäßig Amistar Gold ein. Amistar Gold ist ein Produkt, was neben der Fungizidenleistung zu einer Vitalisierung unserer Rapsbestände führt, was wir jedes Jahr wieder auch in steigenden Erträgen oder höheren Erträgen beim Einsatz vom Amistar Gold eben nachweisen können. Dann sind wir jetzt hier im Prinzip am Standort durch unsere drei Kulturen Gerste, Weizen und Raps durch. Ich hoffe, das hat Ihnen insofern erstmal ein Stück weitergeholfen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann am 16.04. hier am Standort zu unserer nächsten Feldrunde treffen können. Ich lade Sie hiermit jetzt schon dazu recht herzlich ein.